Hallo und herzlich willkommen hier bei mir beim Opa Gamer mit einer weiteren Folge Gas Station Simulator. Und es geht weiter. Ja, wir haben hier aufgehört und wollten. Komm, mach mal den Besen weg und mach mal die Mülltonne weg. Müssen sowieso gleich mal wieder die Garage, die Tankstelle reinigen. Das sieht ja aus, guck mal oben, nix. Und die Reinigungskraft hat immer Besseres zu tun als zu reinigen, deshalb muss ich das selbst machen. Aber dafür ist man ja selbstständig, ne? Wegen selbst und ständig. Kunden bedient. Wie viele? Ah, da ist das Auto im Weg, sehe ich jetzt nicht ganz genau. Könnte ich ja auch mal wieder machen, die Kasse bedienen. Ne? So, reparieren ist. Okay, ich könnte da tatsächlich noch einen zweiten hinstellen. Werde ich vielleicht jetzt auch machen. Ich stelle noch einen zweiten in die Werkstatt, damit das wieder ein bisschen zügiger geht. Oh, ist schlimm, ne? Die Gier nach immer mehr. Warum ist das eigentlich so? Warum sind die Menschen so? Am Ricardo. Kannst dich auch mal ein bisschen. Achso, du bist sowieso in der Werkstatt normalerweise, ne? Autos reparieren. Amelie ist am Ausruhen. Macht die Kasse zweimal reparieren jetzt. Sehr gut. Wir haben Nachfüllzeugs für die Werkstatt. Hoppla. Wir können das Auto verschieben. Dem LKW. Okay. Ja, was hatten wir hier eingekauft? Das waren keine Autoteile, nee, das waren. Wieder mal. Ja, guten Tag, Dennis. Die Dennis-Warnanlage. Dreimal. Ah, jetzt hau nicht ab. So, mit dem Kloschüssel verjagt. Den Kunden wollte ich eigentlich nicht verjagen. Okay, so, was sagt denn mein Sprit? 800. Wir sind schon wieder bei 10.000, das ist gut. Kunden mit. Ah. Also, die Kundenbedienung, das läuft auch mit der Angestellten. Das ist die Hauptsache, ja. Das ist gut. So, da gehen wir mal kurz nochmal in die Werkstatt. 3 Minuten, 40 Sekunden. Ja. Sicherheitshalber. So, Spiegel sollten wir jetzt auch da haben, noch ein paar. Passen alle hier rein. Soll mir recht sein. So. Kühlmittel. Auch gut. Okay. Haben wir nichts mehr? Scratcher. Kratzer Remover. Da passt nichts. Da passt ein bisschen was. Ach, ich muss mir irgendwann wieder die Zeit nehmen und dekorieren. Ne? Da gibt es noch so viele schöne Lampen, die man da einbauen kann. Oder so Zeugs. Okay. Bei euch läuft das jetzt, ne? So, dann. Natürlich die Tanke. 11.000.
So, komm, steig schon aus. Keine Zeit. Gucken wir mal, was der Sprit kostet. Oh, sieht's hier aus. Leck, leck, leck. Lieferung. Kraftstoff 2. Preis scheint wieder hoch zu gehen, ne? Also, das ist mir egal. Ich knall das Ding jetzt voll. Weil der geht hoch. Das sehe ich doch schon. Der war bei 1,75. Natürlich. Sollte man öfter rechts gucken, ne? Da steht nämlich immer Müll voll, wenn er voll ist. Aber es ist erstaunlicherweise, es ist erstaunlich, dass die Toilette da eigentlich nicht so zudreckst, ne? So, jetzt muss ich wirklich mal im Lager aufpassen, dass ich die Sachen, die ich jetzt wirklich im Überfluss habe, nicht weiter einkaufen. Aber das müsste ich mir alles aufschreiben. Das ist ja unmöglich. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich mir ein Aquarium wünsche. Oder ein Weiher, wo ich kann die ganzen Fische da rein tun. Na, findest du noch was? Also Popcorn haben wir genug drin. Paprika haben wir genug drin. Und alles, was grün ist. Chips. Können wir ein bisschen was dabei machen? Popcorn haben wir genug, Paprika haben wir genug drin. Also machen wir mal die Sachen hier rein. Schwerpunktmäßig. Die dann nur vereinzelt. Ah, ist eh voll. Gut. Ja, ich muss das Lager mal wieder leer, also etwas entlasten. So, hier wird wahrscheinlich alles wieder. Auch 204, guck, das ist. Ja, die waren günstig, dabei habe ich die dann en gros eingekauft. Aber die nehmen mir ja eine Unmenge von Platz weg, ne? Ah, Tankwagen ist da, deswegen ist die Huperei. Dann nutzen wir die Chance und waschen noch schnell ein Auto. Bin unterwegs. Der könnte ja mal selbst am Rad drehen, aber okay. Egal, Hauptsache wir haben das Ding wieder voll. So, Hikori. Ah, die sind beide wahrscheinlich wieder gleichermaßen fertig hier. Ja, fast. Spielzeug, was haben wir hier? Was haben wir nicht? Ist schwer zu sagen. Die haben wir jede Menge. Da haben wir jede Menge. Aber diese Computerspiele, was immer das sein soll. Das sind die. Die haben wir, die haben wir. Ja, waren die falschen Computerspiele. Bei den Bären, okay. Es ist, glaube ich, wurscht. Ja, wir kriegen eh alle rein. Hüte, wieder mal. Wie immer. Alle weg. So, Eiscreme.
Eiscreme könnte ich mir vorstellen. Geht wieder einiges rein. Ja, ging so. Okay, Zigaretten. Hier ist gar nichts Rundes mehr drin. Gut. Hier sind jede Menge schwarze Runde. Dann machen wir da mal auf jeden Fall von denen, die keine mehr da sind. Teilen wir das mal hier ein bisschen auf. Gut. Da haben wir jetzt alle drin, ne? Ja. Brillen haben wir noch. Wow, Brillen sind alle. Ist aber selten, ne? So, dann machen wir hier noch ein bisschen davon. Also Snacks brauchen wir jetzt erstmal keine mehr, ne? Papier hatten wir eben aufgefüllt. So, hier werden wir mal Schwerpunkt die reintun, wo wir so viele haben. Alkohol ist es eigentlich egal. Ja, die Leute warten überall, ich weiß. Aber das hier muss nun mal gemacht werden. So, wie sieht es denn hier aus? Ich habe überhaupt keine Schwämme hier drin, ne? Dafür Unmengen von dem Zeugs da. Dann machen wir hier mal gleich eine Portion Schwämme rein. Jetzt lass mich mal was ausprobieren. Was passiert denn, wenn ich das hier rausnehme? Na, ich kann es nicht ins Lager machen, ne? Warte. Gut, Jan, du bist durch. Dann erstmal alle bezahlen. Jan, Aufgabe, Pause. Emily, Aufgabe, Kasse. So, Hickory repariert, der ist jetzt fertig. Der repariert, dann schicken wir den Hickory in die Pause. Nein. Und den Juan in die Werkstatt. Weil der Ricardo ist auch gleich fertig und dann haben wir eh keine mehr, ne? Halt, erst muss ich jetzt tanken. Stopp, 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 stopp. Oh Gott, ist das ein Wahnsinn, ne? So, Spritze mal gut versorgt. 12.000 Hammer. Was das Problem ist mit den 8.000 für die Waschhalle? Ich weiß nicht. Das wären 8. Naja, es sind, keine Ahnung, 50, 40, 50 Wäschen. Dann wären die wieder drin, ne? Wartet sowieso schon wieder jemand. Einmal kurz hier. Was mit dir? Ich bin hier nur am Fegen, da musst du gar keine Angst bekommen, falls du hier irgendwie ein Problem hast. So, na gosh, nützt nichts, ich muss das hier auch machen. Ja, anfangs hatte ich die Tasse tatsächlich geschlossen, weil das irgendwie ganz schlecht funktioniert hat hier mit dem Waschen. Mittlerweile ist es eine gute Einnahmequelle. Nee, ne? Gut, Amelie ist in der Kasse. Ich habe alles aufgefüllt. Sag mal, sind die 3 Tage da schon wieder vorbei? Muss ich jetzt gleich rein und die Mülltonnen leer machen, wie immer. Die kriegen wir noch durch, ja, 14.
So, nix wie rein. Müll weg. Müll weg. Und dann kauft die mal schön. Amelie macht das bisschen. Müll haben wir gesorgt. Ah ja, ich muss ja fegen. Oh Gott. Gefällt denen, glaube ich, auch nicht, wenn hier alles so voll mit Fußspuren ist. Ne? Ja. Da liegt noch ein Müllsack. Gott. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Gut gemacht, Opa. So, wie sieht denn überhaupt aus? Reparieren. Komm, mal stellen wir noch einen zweiten Mann in die Werkstatt. Da gehen wir tanken, das ist ja furchtbar. So, Jan ist Kassenmann, Hickory. Hickory, erstmal alle bezahlen. Autos reparieren. Da lohnt es sich. So, Entschuldigung. Ja, sorry Leute, ich weiß. Aber es ist so schwer, gutes Personal zu bekommen, ne? Vor allem für die Reinigung. Was ich bis jetzt hier in der Reinigung hatte, hat sich immer irgendwo in die Ecke gelegt und nichts ging mehr. Hier sieht ja auch lustig aus, ne? Ach, du bist der Fahrer oder die Fahrerin und du kommst hier mit den ganzen Jungs hier, klar, wenn sie Jungs sind, ich gehe mal davon aus. Alien-Jungs, ne? Okay. Die hätten wir durch. So, noch einmal gucken, da haben die bestimmt jetzt nochmal hier den Müll vollgemüllt. Was sagt die Uhr da oben? 16.000. Ich werde jetzt die Waschhalle aufwerten, um zu wissen, was da passiert. Ich mach's jetzt einfach. Zack. Aktenvernichter. Du kannst den Werkstatt mit Hebel im Angang schließen. So, Errungenschaft freigeschaltet. Carwash Level 4. So, was heißt das jetzt? Fahrzeuge betankt. Was heißt das jetzt? Ich weiß noch nicht, was es heißt. Aktenvernichter. Ich kann sein, dass der jetzt, dass ich die gar nicht mehr sauber machen muss, ne? Kann das sein? Aber für 8000 wäre das natürlich viel Kohle. Selbstbedienung ist noch keine. Was habe ich jetzt hier gekonnt? Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich wird die sich nie wieder verstopfen. Aber das ist natürlich für 8000, wow. Aber egal.
es ist ja eines der Ziele, hier alles so weit freizuschalten, dass ja, bis nichts mehr geht, sagen wir so. Tankstelle haben wir ja schon auf dem Anschlag. Alles andere muss jetzt nur noch nachgezogen werden, je nachdem, wie viel Kohle wir haben, ne? Das hier macht jetzt auch ein bisschen Spaß, weil das jetzt vernünftig in einem vernünftigen Tempo geht. Kann ich hier eigentlich auch sauber machen? Danke, gerne. Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel Geld ich bekommen habe. Ich glaube, das war mehr, ne? So, was muss ich machen nochmal? Verbleibende Autos. Ach, Autos knacken soll ich auch noch. 10 Stück. Was stehen die denn hier? 10 Autos knacken. 2 Minuten nur noch. Oh. Wir haben den Schlüssel im Kofferraum. Das war einer. Das war der zweite. Das war Nummer 3. Polizeiauto. Oh, Meister. Meister ist natürlich. Gerade noch so, bevor er abgehauen ist. Noch ein Meister. Oh, der war schon gut. Oh. Hat er gezählt? Hat nicht gezählt. Ich bin irgendwie weg. Oh, der zählt aber. Ja, ist ja gut. Also, jetzt werde ich mal schlecht. Mist. Der hat nichts. Der kann nicht, hatte ich schon. Der noch. Der kann auch nicht, hatte ich auch schon. Den hatte ich auch schon. Nochmal Meister. Okay, das war Nummer A6. Okay. War 7. Hä? Das ist noch 18 Sekunden, um 5 Fahrzeuge zu betanken und die Challenge hier ist weg. Das ist jetzt so lange gedauert. Ja gut, das reicht ja nie wieder. Niemals, ne? Verstehe ich zwar jetzt nicht so ganz, aber gut. Tanken muss ich so oder so. Aber für die Fahrzeuge in der Zeit hat sich eh schon erledigt. Das jetzt so richtig war, keine Ahnung. Aber die Zeit für die Autos zu knacken, war die etwas um. Weiß ich jetzt nicht, ne? So, Kasse reparieren. Reparieren läuft, das ist gut. Man sieht es an der Kohle. Da werden wir gleich mal gucken, was wir hier noch aufwerten können. Erstmal ein bisschen sauber. Sagt mir meine Uhr überhaupt? Oh, ist schon wieder bald vorbei. Das machen wir jetzt noch. Kasse ist auch schon wieder durch. Oh, Carwash, geht da noch was? Neuer Level, 12.000. Anforderungen. Automatische Autowäsche. Erhöht die Haltbarkeit der Pumpe. Da haben wir es. 12.000. Könnte ich jetzt tatsächlich machen. Was ist so? Maximal Warehouse.
Workshop geht mit 1500 noch einmal wegen den Dings. Das machen wir dann jetzt auch. Ich kann jetzt überall Dekos verbasteln. Das soll mir recht sein. Werden wir auch irgendwann machen. Es gibt so viele Dekos. Ich glaube, das ist Wahnsinn, ne? Maximallevel. 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 Also mehr geht nicht. Weißt du was? Ich habe nicht genug Geld. Ah, okay. Das machen wir jetzt zeitnah. Dann haben wir alles auf dem Limit. Machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge. Da haben wir alles ganz oben. Die Waschhalle bringt dann die Kohle ohne. Ich hoffe nur, dass ich das trotzdem noch machen kann, ne? So, wie sieht es denn da oben aus? Reparieren, reparieren. Der eine Reparateur ist fertig. Die Kasse ist auch gleich durch. Jan, das Auto machst du aber noch, ne? So, aber Kasse muss ich machen. Kasse ist... Erstmal alle bezahlen. Amelie, die ist schon ausruhen. Jan, du machst ja eh nichts im Moment. Mach die Kasse. Juan repariert. Der ist fertig. Erstmal. So. Sprich, Aufgabenliste, Pause. Ausruhen. Ricardo geht dann in die Werkstatt. Wir haben schon wieder 11.000. Das ist Wahnsinn. Wie das jetzt hier läuft, das ist richtig gut. Aber wir sehen. Mit den Rädern kriegen wir jetzt das Problem. Ansonsten habe ich ja alles hier. Hatte ich noch Spiegel? Ne, Spiegel muss ich kaufen. Die sind alle nicht mehr. Zündkerzen haben wir noch. So, Öl haben wir noch. War nicht gut. Rum. So, Kühlmittel. Spiegel haben wir gesagt, müssen wir kaufen. Räder ist klar. So, dann räumen wir innen drin noch alles ein, damit wir die oder den Platz bekommen für die Sachen. Ne? 0.19 Uhr. Lieferung. Wie sieht es mit dem Kraftstoff aus? Kostet immer noch 2. Ach, da gehen nicht mehr als 1500 rein, dann lohnt es sich nicht. So, Angestellte, Wohnwagen sind alle durch, ne? Haben wir alle da. So, Amelie ist am Ausruhen. Steht zwar nichts. Kasse reparieren. Alles klar, sieht gut aus. Dienstleistungen, Land über mal ein Darlehen. Könnte mal ein Darlehen aufnehmen. Hm. Einrichtungen, ja. Parkplätze haben wir ja alle durch. Ja, genau. Was noch fehlt? Das haben wir durch. Da war da noch irgendwas mit der Straße. Wie komme ich denn da hin? Geht jetzt nicht, warum auch immer. Regale, gut, da haben wir alles. Werkzeuge, ah, Werkzeuge haben wir noch nicht. Das Vakuum-Dingsbums da, was das gut ist, weiß ich nicht. Mails gibt es keine mehr. So, Dekoration kommt später. Hier würde ich jetzt mal gerne weiterschalten. Hier ist noch irgendwas. Jetzt. Da gab es doch irgendwas mit... Da gab es doch was mit Dingens, mit der Straße.
Alte Gitarre. Was kostet die? 2000. Das ist mir etwas zu viel. Nee, komm, das dauert jetzt alles viel zu lange. Mal schnell tanken. Jetzt laufen die Leute wieder weg hier. Was macht denn, was sagt meine Uhr überhaupt? Oh, schon wieder 31. Okay, dann werde ich jetzt diese Folge beenden. Ich meine, eh keine Herausforderungen mehr. Gucken wir uns kurz ins Lager, was wir hier haben mittlerweile. Lieferung. Ne, stopp. Lieferung, Autoteile. Da muss ich hin. Autospiegel zum Beispiel. Wie viel Platz haben wir denn jetzt im Lager? Nicht wirklich viel, ne? Egal, Spiegel brauche ich. Ich muss Spiegel kaufen. Wir haben 14.000. Kaufen wir mal 2.500 Spiegel. Räder natürlich auch. Sind natürlich jetzt teuer. ...65 ist aber noch... Naja. Kratzerentferner hatten wir, glaube ich, noch, aber die sind... ...moment auch günstig. Naja. Zündkerzen. So, wir haben 3000 Platz im Lager, okay. Die nehmen wir noch mit. Bewegliche Dekoration. Frage mich, wo das war mit der Straße. Ich weiß es nicht. Na gut. Können wir jetzt voll Autos packen. Das Ding ist relativ teuer. Schaltet aber nicht immer weiter, ne? Palmen hinten, 150, okay. Noch eine, da haben wir die alle. Okay. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Gut, warte ich noch ein bisschen. Lagerfeuer. Zwei Leuchtreklamen, 110. 65. Haben wir jetzt auch alles. Die habe ich gemeint, genau, die machen wir mal. Ich weiß noch nicht, ob es was bringt. Das sieht, boah, 50.000. Das ist ein Ziel, ne? 17.000, das sind die Ziele, die wir da noch haben. Guck dir das an. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. 3,5. So, Car Wash. Machen wir natürlich Werbung. Hervorragend. Das mag ich doch. Bezahlbare Sachen. ...750, kommt das nochmal auch. Oder gibt es noch mehr? Kommen die dann öfter? Wow. Also, es gibt schon noch jede Menge Ziele. Also mit den 100.000, das war gar nicht so verkehrt, dieses Ziel. Aber... das alles, warte mal ganz kurz speichern, werden wir in der nächsten Folge mal gucken. Aber ich muss erstmal wieder Kohle zusammenschaufeln, was jetzt relativ schnell geht. Das so das Konzept, das ich hier so aufgebaut habe, klappt, glaube ich, zumindest ganz gut. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen oder einen Kommentar oder auch sogar ein Abo. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Opa Gamer.